Hallo, Namaste, schön, dass du es auf deine Matte geschafft hast. Heute ganz zugunsten deines unteren Rückens. Ich bin Sarah Lynn und ich freue mich heute, ja, ein bisschen was für den unteren Rücken zu tun mit dir. Wenn das nicht ganz so dein Thema ist, dann schau doch gerne einmal auf unserem DRK Gesund durchs Leben YouTube-Kanal vorbei. Dort findest du mit Sicherheit das für dich geeignete Thema. Heute starten wir ganz entspannt in der Rückenlage und dazu kannst du dich gerne erst einmal Wirbel für Wirbel nach unten abrollen und die Füße so eine Handlänge entfernt vor deinem Gesäß aufstellen, sodass deine Knie in der Mitte zusammensinken können und der untere Rücken ein bisschen entlastet wird dadurch. Leg dir gerne einmal die rechte Hand auf den Bauch und die linke Hand kurz unterhalb deines Herzens auf den Brustkorb. Und dann senk dein Kinn in Richtung Brust, schließ nochmal deine Augen für einen Moment. Nimm dir Zeit, um wirklich anzukommen. Den unteren Rücken hier ganz deutlich wahrzunehmen. Und dazu beginne mal, das Becken ganz sanft vor und zurück zu schaukeln. Und spür, wie sich ein kleines Luftpölsterchen bildet zwischen Lendenwirbelsäule und Matte, wenn du das Becken zurückkippst. Und wenn du es wieder ranholst, dieses Luftpölsterchen verschwindet, der untere Rücken länger, deutlicher wird am Boden. Schaukel noch einmal zurück, lass ein ganz sanftes Hohlkreuz entstehen am Boden und spür dann, wie der untere Rücken wieder länger wird für die letzten zwei Male. Schaukel vor und zurück das Becken. Atme ein, atme aus. Gut, und dann finde hier eine neutrale Ausrichtung deines Beckens. Sozusagen die Mitte. Und versuch hier so zu bleiben. Atme nochmal tief in die rechte Hand hinein, spür, wie die Bauchdecke sich dabei hebt und wie sie sich ausatmend wieder senkt, das Becken schwerer in den Boden fällt, ohne dass sich jetzt etwas an der Haltung verändert. Und dann atme etwas höher, von der rechten Hand hoch in die linke ein. Und atme vollständig wieder aus, ziehe die Bauchdecke jetzt ganz sanft an die Wirbelsäule heran, um durch diese tiefen Bauchmuskelschichten dort unten das Becken und somit auch den unteren Rücken zu stabilisieren. Damit werden wir gleich beginnen. Halte das Becken möglichst so ausgerichtet und dann greif dir mit beiden Händen deine Knie und zieh die Oberschenkel an den Körper heran. Schließ die Füße und schieb dann die Beine einen Hauch von dir weg. Halte das Becken neutral ausgerichtet. Körpermitte aktiv, mit der Ausatmung ziehst du die Beine wieder ein bisschen dichter ran. Nochmal einatmen, du schiebst die Knie von dir weg, ziehst ausatmend die Bauchdecke zurück zur Wirbelsäule, die Beine etwas dichter zum Körper, noch für zwei einatmen und ausatmen. Schau mal, was deine Nackenwirbelsäule dabei macht, dass der Kopf nicht zurückrutscht, sondern du von der Tendenz das Kinn weiter in Richtung Brustbein senkst. Gut, und dann schau mal, wo du die Beine hier ausgerichtet hältst, ohne dass das Becken zurück in ein Hohlkreuz kippt.
Zieh die Bauchdecke nochmal zurück. Und wenn du zu viel Belastung in deinem unteren Rücken spürst, dann hol die Beine jetzt dichter zum Körper. Löse die Hände hier. Atme noch einmal ein und beginne ausatmend das rechte Bein in Richtung Boden zu senken. Geh hier gar nicht unbedingt den ganzen Weg nach unten zur Matte, aber schau, dass du den unteren Bauch fest und das Becken neutral ausgerichtet hältst. Komm wieder zurück mit der Einatmung. Lass den Nacken wieder lang werden, Schultern entspannt und mit der Ausatmung senk dein linkes Bein jetzt ab. Und schau, wo hier dein Limit ist. Wieder heben mit der Einatmung und dann wechsel wieder auf die andere Seite, ausatmen. Bleib dabei. Einatmen, Mitte. Ausatmen, senken. Einmal noch jede Seite, bleib beim Atem, lass deinen Kiefer mal entspannt, den Kaumuskel. Und konzentriere dich stattdessen auf die Ausrichtung deines Beckens, die so ganz erheblich ist für einen gesunden unteren Rücken. Und wir wollen hier so ein bisschen die Körpermitte aktivieren, um das Becken insgesamt zu stabilisieren. Komm zurück mit dem linken Bein. Gut, und dann greif dir mit den Händen wieder an die Knie und zieh die Oberschenkel zurück zum Körper. Dann atme ein, schieb die Beine von dir weg, öffne die Hüften zu den Seiten und mit der Ausatmung hol die Beine wieder ran. Mal so kreisende Bewegungen aus den Hüftgelenken. Einatmen, wieder öffnen, ausatmen, dichter ranziehen. Einmal noch in diese Richtung ein und aus. Wechsel nochmal in die Gegenrichtung, mit der Einatmung öffnen, schieb die Knie weg, halte das Becken so, ausatmen, wieder ranziehen, zweimal mehr, ein und aus, gut. Dann greif hier schließlich durch deine geöffneten Hüften hindurch an die Fußaußenkanten. Hol die Füße ein bisschen dichter zu dir ran, lass die Fußsohlen aneinander und dann mach die gleiche Bewegung in deinem Becken wie zu Beginn. Schaukel das Becken zurück, spür, wie sich wieder ein Luftfenster öffnet zwischen unterem Rücken und Matte. Und wenn du ausatmend die Füße dichter ranziehst, sich dieses Fenster wieder schließt. Einatmend wieder ein bisschen wegschieben, die Füße. Und ausatmen, die Füße wieder ranziehen. Zweimal mehr so. Diese Kippbewegung im Becken. Spür die Verbindung zwischen Hüften und unterem Rücken. Was macht das aus? Was verändert sich? Sehr oft haben Beschwerden und vor allem Verspannungen im unteren Rücken mit verkürzter Hüftmuskulatur zu tun, also auch da werden wir heute so ein bisschen reingehen. Dann halte die Füße dicht bei dir, atme nochmal ein und zieh mit der Ausatmung dein Kinn in Richtung Brust, roll dich langsam nach oben, der Blick zu den Füßen, die Schulterblätter weg vom Boden. Und dann nimm ein, zweimal Schwung, vielleicht auch ein paar Mal mehr und komm nach oben ins Sitzen gependelt. Gut. Lass die Füße zusammen, klapp die Fußinnenkanten zu den Seiten weg, sodass sich die Hüften noch ein bisschen mehr öffnen können und dann feder die Knie in Richtung Boden. Gar nicht, um den Körper jetzt in irgendeine Haltung hineinzuzwängen, sondern vielmehr, um deine Leisten zu entspannen. Wir sprachen gerade von verkürzter Hüftmuskulatur, also werd da mal so ein bisschen lockerer und lass die Knie jetzt genau dort, wo sie von alleine hinsinken. Gut, dann richte dich über das Becken wieder auf, aber erweitere die Bewegung bis ins Brustbein. Schieb dein Brustbein vor mit der Einatmung, mach dich ganz, ganz lang. Und mit der Ausatmung lehn dich zurück in Richtung Beckenschale. Mach den Rücken mal rund
Wieder einatmen, Brustchip vor, Schultern zurück. Und mit der Ausatmung wirst du rund zwischen den Schulterblättern, lehnst dich nach hinten in Richtung Becken. Noch für zwei fließende Bewegungen hier einatmen. Und ausatmen. Gut, letztes Mal atme ein, streck den Rücken. Und ausatmen, lehn dich zurück, aufgepasst. Bleib aufgerichtet über das Becken und verlängere jetzt dein rechtes Bein zur Seite, der linke Fuß am Oberschenkel. Krabbel mit deiner rechten Hand am Bein entlang. Und dann heb den gegenüberliegenden Arm zur Seite und verlängere die Flanke hier nach rechts. Atme mehr Länge ein. Und dann lass ausatmen, dein Schulterblatt tiefer nach unten fließen. Versuch ein bisschen mehr in der rechten und auch in deiner linken Hüfte loszulassen. Das Knie sinkt schwerer in Richtung Boden. Noch einmal einatmen, spür die Länge von der Hüfte über den unteren Rücken hinaus. Gut, und dann pendel deine Arme zurück. Und wechsel direkt die Seiten. Das linke Bein wird lang, rechter Fuß am Oberschenkel. Krabbel mit der linken Hand hinterher, heb den rechten Arm weit. Da kommt ein Mikro mit. Und dann mach dich ja immer ganz, ganz lang in der rechten Körperseite. Lange Einatmung, beton, dass diese Öffnung deiner Flanke. Tiefe Ausatmung, lass das Becken unter dir wieder schwerer werden, lass das Knie los, Kiefer, Nacken entspannt. Du kannst den Blick auch nach unten senken. Für einen letzten Atemzug nimm die Verbindung deiner Hüfte zum unteren Rücken wahr. Atme ein und dann komm ausatmen mit etwas Schwung nach oben zurück. Dreh dich hier zum kurzen Mattenanfang. Und schwing die Beine nach hinten für einen Vierfüßlerstand. Fächer die Finger weit auseinander, die Daumen weit abgespreizt. Und dann schieb dein rechtes Bein nach hinten und halte die Hüften dabei exakt auf einer Ebene. Achte wieder auf die Ausrichtung deines Beckens, atme Länge bis ins Brustbein ein. Und mit der Ausatmung schieb deine Ferse hinter dir fester in den Boden. Weiter zurück für die Dehnung in der Beinrückseite. Auch hier wollen wir Länge bis in den unteren Rücken schaffen. Letztes Mal einatmen hier. Aufgepasst, mit der Ausatmung zieh die Bauchdecke wieder zurück. Aktiviere die tiefen Bauchmuskelschichten, die dein Becken stabilisieren. Und dann heb langsam das gestreckte Bein an, ohne deine Hüfte dabei aufzudrehen. Halte die Ferse auf einer Ebene mit dem Scheitelpunkt vor dir. Und dann beginn mal ganz bewusst aus der Hüfte das Bein so ein bisschen nach rechts aufzudrehen. Die Zehen drehen zur rechten Seite, Bewegungen aus der Hüfte und dann komm über die Mitte zurück und von hier in so eine Einwärtsrotation. Also dreh die Zehen in der Luft zu den Zehen am Boden. Mach das gern noch einmal. Ganz bewusst öffne die Hüfte, schraub nach rechts auf. Und dann komm in deine Mitte zurück, spür deine Mitte und von hier dreh dann noch einmal zum aufgesetzten Bein. Gut, dann finde ganz bewusst in die Mitte zurück, Becken neutral einatmen, schieb deine Ferse weiter raus und jetzt beug das Bein hinter dir und zieh ausatmend das Knie dicht in Richtung Brust, den Oberschenkel zum Bauch. Für die Beweglichkeit im unteren Rücken schieb wieder in die Länge, hol dir Raum zurück, über die Beinrückseite einatmen und mit der Ausatmung zieh das Bein dichter zum Körper. Letztes Mal so einatmen, Ferse schiebt nach hinten, der Blick geht sanft nach vorn und mit der Ausatmung zieh das Bein zum Körper heran, halte hier für einen kurzen Moment noch.
Schieb dich aus den Händen weg, werd runder im Rücken, atme in diese Form hinein. Und dann bring mit deiner Ausatmung den Fuß nach vorne zwischen deine Hände in den Ausfallschritt. Gut, dann stell mal bitte deine Zehen hier auf und löst das hintere Knie vom Boden. Lass eine kleine Beuge dort und beginne jetzt ganz bewusst aus der Hüfte das Bein nach hinten zu verlängern. Streck dich bis ins Brustbein, einatmen, heb den Blick sanft und mit der Ausatmung senk genau dort das Knie hinter dir ab und richte dich dann langsam nach oben auf. Stapel die Hände auf dem vorderen Bein, roll die Schultern nach hinten und schieb das Becken sanft nach vorne für noch mehr Weite, für noch mehr Raum in deiner Hüfte, sodass auch der untere Rücken wieder mehr Platz bekommt. Atme noch einmal ein und zieh ausatmend die Bauchdecke wieder zurück, um das Becken hier zu stabilisieren. Heb die Arme nur, wenn das nicht zu viel wird heute für den Rücken, um dich noch mehr zu öffnen. Lange Einatmung so. Gut, mit der Ausatmung kreis die Arme im weiten Bogen zu den Seiten und stell die Finger vor dir auf, die Hände wie so Zelte. Schieb langsam das Becken nach hinten, zieh die Zehen vor dir ran. Und auch wenn das Bein vor dir nicht gestreckt ist, beginne wieder aus der Hüfte, die Zehen einmal nach außen und einmal mehr nach innen zu bewegen. Schau, was das in deiner Hüfte macht und finde schließlich wieder deine Mitte. Gut, atme Länge bis ins Brustbein ein und lass ausatmen deine rechte Pobacke weiter neben die linke ziehen. Becken schwer, letzter Atemzug, Kiefer, Gebiss entspannt. Sehr gut, dann langsam beug das Bein vor dir wieder. Löst dein hinteres Knie vom Boden und stell die linke Hand fest in der Matte auf. Gut, dann heb den rechten Arm mit der Einatmung, komm in einen ersten Twist, öffne den Brustkorb hier und mit der Ausatmung dreh dich zur linken Schulter ein, diesmal die Bewegung aus der Brustwirbelsäule. Also ganz isoliert vom unteren Rücken, einatmen nochmal weit, heben den Blick und ausatmen zur linken Schulter rüber, letztes Mal aufgepasst. Öffne weit mit der Einatmung. Auch hier wirst du beweglicher. Schaffst mehr Platz, um ausatmend den Unterarm vor dir auf dem Oberschenkel abzulegen. Gut, dann dreh den hinteren Fuß einmal aus, bitte. Parallel zum kurzen Ende deiner Matte. Schieb fester in die aufgestellte Ferse dort. Und dann langsam von unten herauf. Heb den linken Arm. Zum Mattenanfang senk dein Schulterblatt tiefer in den Rücken. Spür die Länge deiner linken Körperseite. Atme ein. Ausatmen. Kreis den Arm langsam zurück, nach vorne und wieder über den Kopf. Atme ein. Aufgepasst. Mit der Ausatmung komm mit etwas Schwung nach oben. Senk die Schultern tief, tauch ins Becken für deinen zweiten Krieger. Fließ zurück in die Gegenrichtung. Für einen friedvollen Krieger heb die rechte Flanke, das vordere Bein bleibt gebeugt, atme ein. Und mit der Ausatmung schwing die Arme in einem Stück zurück nach unten zur Erde. Stell die Zehen hinter dir auf. Lass die Daumen weit abgespreizt und hol den rechten Fuß zurück zum linken in einen ersten herabschauenden Hund. Gut, dann veränder hier mal nichts an der Haltung. Lass aber deine Beine bitte noch gebeugt. Lass die Finger weit aufgefächert, die Daumen abgespreizt vom Rest. Und versuch dich hier wirklich mehr in die Länge zu denken. Über das Steißbein hinaus atmest du ein.
Atmest du aus, entspann den Kopf, den Kiefer, den Nacken hier. Beug die Beine noch ein bisschen mehr, schieb das Steißbein länger hoch zur Decke, der untere Rücken super lang einatmen. Und mit der Ausatmung schieb dich nach vorne, deine Schultern landen über den Handgelenken für die Stützposition. Bleib wieder neutral ausgerichtet im Becken, Bauchdecke zieht zurück und dann senk hier langsam deine Knie am Boden ab. Aufgepasst, gib ein bisschen mehr Gewicht nach vorne in die Fingerspitzen, komm darüber hinaus sogar. Und dann ganz langsam, schau, dass dein Becken jetzt nicht durchhängt. Beug deine Arme dicht an den Rippen und komm nach unten auf den Bauch. Gut, leg deine Stirn hier ab, die Fußrücken hinter dir flach. Und dann kreis deine Schultern nach hinten, um mit der Einatmung das Herz zu heben. Den Blick ganz sanft vor dir am Boden für eine kleine, ganz sanfte Kobra. Komm ausatmend wieder zurück zur Matte. Räum die Schultern weg von den Ohren, einatmen, heb das Herz wieder. Der Blick sanft vor dir, der Nacken lang und der untere Rücken entlastet. Nochmal ausatmen, senken. Letztes Mal einatmen, heb das Herz. Kleine Kobra, Kraft im oberen Rücken. Und ausatmen, wieder senken. Gut, stell die Zehen hinter dir auf. Und dann schieb dich zurück in die Child's Pose, deine Haltung des Kindes. Leg die Arme entspannt vor dir ab, die Stirn glatt am Boden. Und spür für einen Moment nach, komm zurück zu deinem Atem. Länge in die Körperrückseiten ein. Und mehr Gewicht an das Becken in Richtung Fersen abgeben durch die Ausatmung. Lass auch hier los in deinen Hüften zur Entlastung deines unteren Rückens und merke dir diese Haltung für den Fall, dass dir irgendetwas zu viel wird, ist das eine super schöne, entspannte Yoga-Übung für den unteren Rücken, auch bei akuten Schmerzen. Verlänger deine Arme wieder lang nach vorne, werd ein bisschen aktiver, spreiz die Finger auf und dann heb den Blick zu den Daumen, schieb dich zurück in den Vierfüßlerstand. Gut, bring die Knie wieder unter die Hüften und verlänger jetzt dein linkes Bein nach hinten. Lass das Becken wieder ausgerichtet, heb den Blick ganz sanft mit der Einatmung, zieh ausatmend die Bauchdecke zurück und schieb nach hinten in den aufgestellten Fuß, um wieder mehr Länge in deiner Beinrückseite zu finden, in der Waden, in der Oberschenkelmuskulatur, auch in der Fußsohle, spür den Stretch, all das in Verbindung mit dem unteren Rücken. Langsam heb das Bein hinter dir an, die Ferse auf einer Ebene mit dem Becken. Dann mach wieder diese ganz bewusste Rotationsbewegung aus der Hüfte, drehe leicht nach außen, kannst das an den Zehen erkennen und dann dreh noch einmal in die Gegenrichtung, nicht aus dem Knie bitte, sondern aus der Hüfte. Mach das noch einmal, spür, wie die Hüfte sich öffnet und dann spür, wie sie sich wieder nach innen dreht. Und dann halte hier in der Mitte inne, halte die Stabilität im Becken, schieb das Bein von hier länger nach hinten raus, atme ein. Wir schaffen Platz mit der Ausatmung für mehr Beweglichkeit. Zieh das Bein dichter zum Körper. Gut, komm einatmen wieder nach hinten, die Ferse schiebt zurück, eine Ebene mit dem Scheitelpunkt und mit der Ausatmung das Bein wieder dicht nach vorne holen. Gut, einmal mehr so. Einatmen, nicht zu schnell, mach das langsam, um diese Ausrichtung zu erhalten
Und mit der Ausatmung hol das Bein dann zum Körper und halte dort. Zieh den Oberschenkel dichter, spür die Rundung in deinem Rücken, atme ein. Und dann hol ausatmend den Fuß zwischen deine Hände nach vorne in deinen Ausfallschritt. Das vordere Knie über dem Knöchel, heb dein hinteres Knie an. Kleine Beuge im Bein. Und spür, wie du aus der Hüfte heraus das Bein nach hinten verlängerst. Das Brustbein nochmal hebst, Schultern zurück einatmen. Spür die Länge in deiner gesamten rechten Seite hier. Und genau dort hinten bringst du das Knie zur Matte zurück. Richtest den Oberkörper auf für deinen Low Lunge. Bring die Hände auf den Oberschenkel und schieb das Becken weiter nach vorne. Kipp noch einmal sanft hinterher. Richte dich aus dem Becken auf. Und wenn du magst, hebst du die Arme mit an. Wenn das zu viel Gewicht für den unteren Rücken erscheint, dann lässt du die Hände gestapelt, entspann die Schultern, atme weit in den Brustraum ein, vom Hüftbeuger, der Psoas, der tiefe, tiefe Hüftmuskel, der das Becken aufrichtet, bis in dein Herz. Senke langsam die Arme mit der Ausatmung, stell deine Fingerkuppen auf. Und schieb den Po nach hinten, zieh die Zehen zu dir ran. Halte gerne kleine Beuge im vorderen Bein. Aber beginne wieder aus der Hüfte, die Zehen von außen nach innen zu schwenken. Schau, was das bewegt. Was das vielleicht für einen Unterschied macht. Und dann finde hier in deine Mitte. Lass die linke Gesäßhälfte mehr neben die rechte sinken und heb dein Herz weiter an. Atme ein, spür die Länge von der äußeren Hüfte über den unteren Rücken hinaus. Sehr gut, dann beugt das vordere Bein hier. Stell die rechte Hand fest am Boden auf, heb dein hinteres Knie von der Matte und dann twiste auf nach links mit der Einatmung. Heb den Brustkorb. Brustwirbelsäule isoliert vom unteren Rücken, bewegt sich nach rechts mit der Ausatmung. Zweimal mehr einatmen, weit öffnen. Auch hier wird ein bisschen beweglicher ausatmen, wieder nach rechts eindrehen, ein letztes Mal einatmen. Und ausatmen, gut, bring den Unterarm auf den Oberschenkel vor dir. Dreh den hinteren Fuß parallel zum Ende deiner Matte. Schieb in den hinteren Kleinzehballen und dann hebe langsam den rechten Arm von unten nach oben über den Kopf. Streck die ganze rechte Körperseite in die Länge. Entspann dein oberes Schulterblatt, Kiefer weich. Gut, atme nochmal ein. Atme aus, senk den Arm über hinten. Am Körper vorbei, wieder nach oben zurück, einatmen, weit ausholen und mit etwas Schwung nach oben kommen, senkt die Schultern, taucht tiefer ins Becken, zweiter Krieger. Fließt zurück in den friedvollen Krieger mit der Einatmung, hebt die linke Flanke. Gut, und dann pendel deine Arme in einem Stück nach unten zurück und stell die Zehen hinter dir wieder auf. Die Hände gut geerdet, achte bitte darauf und hol dann den linken Fuß langsam zurück zum rechten in deinen herabschauenden Hund. Und diesmal kannst du gerne etwas beweglicher werden. Die Beine im Wechsel beugen zum Beispiel oder vielleicht einen kleinen Hüftschwung mit einbauen, wo wir schon beim Thema sind. Auch hier wieder ein bisschen Beweglichkeit mit reinbringen. Mal schauen, was sich für den unteren Rücken vielleicht gut anfühlen könnte heute. Denn in deinem Körper, da steckst nur du. Gut, dann komm nochmal in deine Mitte zurück. Lass die Beine gern jederzeit gebeugt. Verlänger den unteren Rücken nach oben zur Decke. Atme ein. Und schieb dich mit der Ausatmung wieder der Länge nach in die Stützposition. Die Schultern über die Handgelenke, das Brustbein hebt. Gut, senk deine Knie wieder ab. Verlager das Gewicht vor. Die Ellenbogen dicht am Körper, kommt tief auf den Bauch.
Wir kommen ein bisschen höher in die Cobra. Roll deine Schultern wieder nach hinten, die Fußrücken flach. Und dann bau Kraft auf im oberen Rücken. Schau, dass du keinen Druck im unteren Rücken verspürst. Atme ein. Und genau hier bring die Unterarme in den Boden vor dir. Gut, in deine Sphinx. Eine weitere sehr lindernde Haltung für die unteren Bandscheiben. Beginn mal den Atem hier zu vertiefen, vom Bauch in den Brustkorb zurück einzuatmen. Den Weg über die Schulterblätter hinter dir auszuatmen. Lass mal los zwischen den Schulterblättern. Diesen Zipfel am Ende deiner Halswirbelsäule entspannen. Noch einmal einatmen bis in dein Herz nach oben. Und ausatmen, entspann das Gesäß, das Becken schwer. Letzter Atemzug. Du kannst dir, wenn du länger bleiben möchtest, in so einer Haltung immer gerne was unter das Brustbein, unter den Brustkorb klemmen. Eine Decke beispielsweise. Gut, aber von hier geht es jetzt erstmal weiter in die Kräftigung zurück. Dazu stell bitte deine Zehen hinter dir auf. Schieb die Knie aufgepasst wieder in Richtung Hüften nach vorne. Bleib auf den Unterarmen. Und dann kipp wie zu Beginn in der Rückenlage nochmal das Becken vor und zurück. Einatmen, Hohlkreuz, ganz bewusst. Bring wieder so einen kleinen Katzenbuckel in den unteren Rücken mit der Ausatmung. Wirst du jetzt etwas beweglicher hier. Aktivierst die unteren Bauchmuskelschichten, die tiefen nämlich. Einatmen wieder in so ein geführtes Hohlkreuz. Und ausatmen, schieb das Becken, die Beckenknochen in Richtung Ellenbogen nach vorne. Letztes Mal einatmen. Schaukel das Becken zurück, Hohlkreuz. Und dann bleib von der Tendenz eher in deinem kleinen Katzenbuckel hier unten. Und verlängere dann aus den Hüften wieder die Beine nach hinten. Löst die Knie von der Matte und schieb in die Fersen zurück. All das hat der Körper schon mal gemacht. Diesmal machst du es für den Unterarm. Stütz, trägst dich aus deiner kraftvollen Körpermitte. All das, was dem unteren Rücken hier hält. Ja, der Bauch hält jetzt den unteren Rücken. Spür das, es darf auch kurz anstrengend sein. Lass dein Gesicht entspannt, Kiefer nicht in der Anstrengung. Letztes Mal einatmen. Gut, mit der Ausatmung senk deine Knie wieder am Boden ab und schieb den Po nach hinten. In deine Child's Pose zurück. Entspann das kurz. Lange ein- und tiefe Ausatmung. Gut, spür einmal nach in den unteren Rücken. Lass die Bauchdecke weich hier. Und spätestens jetzt darfst du nochmal die Backenzähne voneinander lösen, die Zunge im Mundraum. Sehr gut. Dann streck die Arme nochmal lang nach vorne. Heb den Blick zu den gespreizten Fingern, die Daumen weit aufgefächert. Und dann nimm diese Kraft mit in deine Planke. Stell die Zehen auf, löst die Knie vom Boden und dann schieb aus den Hüften die Beine in die Länge. Trag dich aus der Körpermitte, einatmen hier. Langsam hebt das Becken, den unteren Rücken zum Himmel mit der Ausatmung. Lass die Fersen schwerer werden, die Beine gerne noch gebeugt für den herabschauenden Hund. Atme Länge ein. Atme wieder alles aus. Gut. Schau nach vorne zum Mattenanfang. Und werde wieder etwas beweglicher, wie über so eine Zickzacklinie. Balancierst du die Füße nach vorne in Richtung Hände. Bau also wieder ein bisschen Hüftschwung mit ein. Die Füße gerade, die Beine leicht gebeugt hier in deiner Vorbeuge. Lass nochmal alles los, entspann den Kopf. Du kannst auch gerne mal die Ellenbogen greifen, wenn es nicht zu viel wird hier für den unteren Rücken.
aber gib mal alles an Ballast darüber ab. Atme ein und tief wieder aus und löse dann langsam die Hände wieder. Gut, komm den halben Weg nach oben, aufgepasst, in die halbe Vorbeuge. Dabei die Beine gebeugt, Steißbein hinter dir lang, Brustbein schiebt vor. Mit der Ausatmung tauch wieder ab in die Vorbeuge. Zweimal noch, einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen in die ganze Vorbeuge. Letztes Mal einatmen, setz dich ein bisschen tiefer mit der Ausatmung und dann heb die Arme zu den Seiten und komm nach oben ins Stehen. Streck dich hier in die Länge, wachs über dich hinaus und dann bring langsam die Hände vor das Herz. Entspann die Schultern im Rücken. Und richte dich hier noch einmal auf. Das Becken wieder stabil, neutral ausgerichtet. Zieh die Bauchdecke sanft zurück. Und dann heb mit deiner Einatmung deine Arme wieder zu den Seiten und setz dich diesmal tief in Richtung Fersen zurück für deine Stuhlstellung. Lass den unteren Rücken, also dein Steißbein, wieder lang nach hinten fließen, die Schultern entspannen im Rücken. Atme Länge ein hier. Gut, und mit der Ausatmung tauch nach unten, heb die Arme über den Kopf, wenn du magst. Oder bring die Hände an den unteren Rücken. Atme lang ein. Und atme aus, lass die Arme sinken. Der Blick geht vor, dein linkes Bein tritt zurück in den Ausfallschritt. Halte das vordere Knie über dem Knöchel. Das hintere Bein leicht gebeugt und von hier gerne auch unterstützt durch die Hände. Richte dich auf, kipp das Becken nach vorne und aus dieser Hüfte verlängerst du das hintere Bein wieder für den High Lunge. Halte das vordere Knie über dem Knöchel und dann heb deine Arme langsam hinterher. Ist das zu viel heute für den unteren Rücken, dann lass die Hände am Becken. Atme Länge ein in die Wirbelsäule. Mit der Ausatmung dreh dich langsam nach links und öffne in den zweiten Krieger zurück. Entspann die Schultern wieder, tauch tiefer ins Becken. Gut, und dann leg deinen rechten Unterarm hier wieder auf dem Oberschenkel ab. Schau, dass du nicht alles an Gewicht an das vordere Bein abgibst. Lass das hintere Bein aktiv und heb den linken Arm wieder hinterher. Streck dich mehr in die Länge, dehn dich wieder auf mit der Einatmung und dann fächer den Arm über hinten zurück. Bring die geöffnete Hand aufgepasst ans Steißbein und schieb hier langsam das Becken weiter vor. Dreh dich über das Becken weiter auf. Einmal noch einatmen hier. Langsam, lass die linke Hand am Körper. Richte dich auf. Schlängel die Hand vielleicht ein bisschen weiter an die Pobacke oder vielleicht sogar ums Becken herum. Und dann lehn dich nochmal zurück in die Gegenrichtung. Friedvoller Krieger. Das Becken bleibt ausgerichtet. Wir wollen den unteren Rücken heute unterstützen. Gut, dann komm langsam nach oben zurück. Streck dein vorderes Bein, dann kannst du eine Mini-Beuge hier halten, den hinteren Fuß ein bisschen dichter ranholen und dann lass deine linke Hand hier am Steißbein, am Kreuzbein, heb den rechten Arm länger nach vorne und dann bring den Handrücken irgendwo zwischen Knie und Knöchel auf das Schienbein. Dreh dich hier weiter auf. Lass dein oberes Schulterblatt entspannter in den Rücken fließen, beide Beine aktiv. Für einen letzten Atemzug, wenn du magst, das Becken stabil halten kannst, zieh die Bauchdecke zurück, heb den linken Arm nochmal, Trikonasana, das Dreieck, öffne den Brustkorb mehr. Gut, dann senke langsam den Blick und komm nach oben zurück. In den aufrechten Stand. Der hintere Arm pendelt nach vorne am Körper entlang und du stellst die Zehen hinter dir zurück für den High Lunge.
Richte das Becken wieder auf, verlängere das hintere Bein aus der Hüfte, du kennst das. Und dann zieh dich nochmal bewusst in die Länge durch die Einatmung und twiste nach rechts durch die Ausatmung. Hol die Hüften auf eine Ebene, bitte. Dreh vom Nabel weiter. Und dann bring, aufgepasst, die hintere Hand zurück ans Kreuzbein. Schieb das Becken wieder leicht nach vorne, stabilisier dich hier von außen und dann heb den linken Arm nach oben in Richtung Decke. Streich den unteren Rücken länger nach unten und lehn dich hier gar nicht so weit zurück, sondern denk wieder an mehr Platz von der linken Hüfte über den linken Arm hinaus. Einatmen. Gut, langsam bring die linke Hand unter deine Schulter zurück. Ausatmen. Heb den rechten Arm in Richtung Decke. Hier warst du schon mal heute. Und dann bring die rechte Hand zurück zur Erde. Hände gut aufgestellt, rechter Fuß tritt zurück. Herabschauender Hund. Sehr schön. Dann atme noch einmal ein. Und mit der Ausatmung senk deine Knie am Boden ab. Komm für einen Moment in die Child's Pose. Leg die Stirn ab, das Becken hinter dir schwer. Spür in den unteren Rücken nach. Und verlängere der Einatmung entsprechend deine Arme nochmal weiter nach vorne. Versuch noch ein bisschen mehr Platz rauszuholen hier, die Daumen abzuspreizen, die Finger aufzufächern, den Abstand zwischen Schultern und Ohrläppchen zu vergrößern. Kiefergebiss weich, ein Atemzug hier noch. Und dann heb wieder den Blick zwischen die Daumen. Komm nach vorne, Schultern über Handgelenke. Stell die Zehen auf. Und dann schieb zurück in den herabschauenden Hund. Gut. Wenn dir Folgendes zu viel werden sollte, dann komm zurück in den Vierfüßlerstand. Wir machen das Gleiche wie vorhin und heben langsam das rechte Bein zurück. Deine Hüften bleiben parallel. Denk nochmal an diese Ausrichtung deines Beckens. Die Hüfte dreht nicht auf. Du weißt jetzt, wie es sich anfühlt, wenn sie sich aufdreht. Schieb die Ferse weiter nach hinten, schaff mehr Platz im unteren Rücken, einatmen. Gut, und dann beugt das Bein über dir. Mit der Ausatmung zieh den Oberschenkel dichter zum Körper. Jetzt hast du noch mehr Platz, um das Bein ranzuziehen, mehr Beweglichkeit für den unteren Rücken. Zweimal noch so einatmen, schieb die Ferse nach hinten. Wenn das für die Arme heute zu anstrengend wird, dann komm in den Vierfüßler zurück. Ausatmen, zieh das Bein dichter ran. Letztes Mal so langsam. Einatmen, schieb das Bein nach hinten. Ausatmen, zieh das Bein zum Körper. Super gut aufgepasst. Lass das Bein gebeugt. Und diesmal heb das Bein, öffne deine Hüfte. Dreh auf, aber lass die Schultern parallel. Nur das Becken dreht auf, das Knie hebt höher. Atme ein, schaffe mehr Raum in dieser Hüfte. Und ausatmen. Heb den Blick und schwing dein rechtes Bein nach vorne, mehr an die Außenseite deiner rechten Hand. Super, wir schaffen noch ein bisschen mehr Platz. Beug dein hinteres Bein wieder leicht. Verlänge aus der Hüfte das Bein zurück. Und heb das Becken leicht, sodass du hier nicht ganz durchhängst. Heb nochmal das Brustbein mit der Einatmung. Kiefer ganz weich. Atme aus. Letztes Mal. Gut, dann hol deine Hände ein bisschen weiter vor. Du kannst auch wieder Zelte bauen auf deinen Fingerkuppen. Und dann holst du deinen linken Fuß nach vorne, mehr an die Außenseite deiner linken Hand. Und dann lass deine Beine leicht gebeugt. Lass den Oberkörper wieder nach vorne sinken. Und greif dir deine gegenüberliegenden Ellenbogen wieder. Um mal ganz viel Gewicht vom unteren Rücken über die Schultern nach unten abzugeben. Verlagere das Gewicht dazu ein bisschen von den Fersen nach vorne in die Zehballen.
zur Entlastung des unteren Rückens. Atme ein. Und wenn du magst, durch den offenen Mund alles wieder aus, mal ganz lösend. Was schleppen wir nicht alles mit uns herum? Na, neben den verkürzten Hüften ist es oft mentaler Stress, der uns in den unteren Rücken schießt. Komm in die Fersen zurück, löst die Arme. Und dann Wirbel für Wirbel, roll dich nach oben auf, lass den Kopf nochmal bis zum Schluss hängen und dann richte dich hier allmählich auf. Heb deine Arme lang zu den Seiten, mit der Einatmung schließ die Füße wieder etwas dichter und mit der Ausatmung senk die Hände vor dir ab, Schultern entspannt. Gut. Zweite, letzte Seite hier im Stehen. Mit der Einatmung heb nochmal die Arme zu den Seiten. Ausatmen, setz den Po wieder zurück in Richtung Fersen. Verlänger dich vom Becken über den unteren Rücken bis in die Fingerspitzen hinaus. Werd super lang mit der Einatmung. Mit der Ausatmung tauch nach unten zurück. Die Arme über den Kopf. Ist das zu viel? Bring die Hände an den unteren Rücken. Atme ein. Atme aus, lass die Arme sinken, der Blick geht vor, aber das rechte Bein weit zurück, Zehen aufgestellt. Beug dein hinteres Bein leicht und kipp das Becken nach vorne, um dich von hier aufrichten zu können, in den High Lunge zurück. Nimm die Hände gerne wieder mit zur Hilfe, das Becken bleibt aufgerichtet, die Arme heben langsam hinterher. Hol dir Länge mit der Einatmung, verlängere das hintere Bein mehr aus der Hüfte. Und dann dreh dich nach rechts, senk die Schultern und komm in deinen zweiten Krieger zurück. Gut, dann hol nach vorne aus und leg deinen Unterarm vor dir am Oberschenkel ab. Heb den rechten Arm weit über den Körper. Und streck dich wieder über die gesamte rechte Körperseite. Senk den Arm über dir ab und bring die geöffnete Hand an das Kreuzbein zurück. Schieb das Becken leicht nach vorne und versuch dich von hier weiter aufzudrehen. Entspann dein oberes Schulterblatt. Du kannst nach oben schauen oder nach unten, wenn das für den Nacken bequemer ist. Aber halt hier noch für einen Atemzug, schieb den unteren Rücken, dein Steißbein gedacht ein bisschen weiter, ein bisschen länger zum hinteren Fuß und dann richte dich von hier auf, lass die Hand, wo sie ist, vielleicht schlängelt sie sich um das Becken, aber du hältst es gut im Griff, komm zurück in den friedvollen Kriegergegenrichtung. Gut, nochmal weit öffnen, strecken mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung komm wieder in deine Mitte, lass das vordere Bein leicht gebeugt, hol den hinteren Fuß eine Schrittlänge dichter, lass das Becken unterstützt, heb den linken Arm lang nach vorne und dann bring den Handrücken hier irgendwo zwischen Knie und Knöchel an die Schienbeininnenseite. Schieb das Becken weiter vor, entspann den oberen Bereich deines Schultergürtels wieder. Und dann atme hier lang ein und aus, wenn das geht. Du mehr möchtest, heb den rechten Arm für das Dreieck, öffne den Brustkorb, letzter Atemzug ein und aus. Senk den Blick, komm langsam hoch. Gut, stell deine Zehen wieder auf, dreh dich zum Mattenanfang zurück. Das Becken aufgerichtet, heb die Arme wieder mit an High Lunge, einatmen. Twist nach links mit der Ausatmung, dreh aus der Körpermitte, lass das Becken stabil ausgerichtet. Gut, und dann bring deine linke Hand wieder ans Kreuzbein, kipp das Becken leicht nach vorne und heb den rechten Arm länger nach oben. Denk nicht so sehr an Rückbeuge, sondern eher an das Langstrecken von der rechten Hüfte bis in die rechte Achselhöhle hinein. Gut, dann bring von hier
diese Hand zurück zur Matte. Heb den linken Arm in Richtung Decke, atme ein. Vielleicht hebst du den Blick nochmal hinterher. Und mit der Ausatmung stell die linke Hand auf. Gepasst. Hol den linken Fuß zurück. Und dann heb ihn vielleicht direkt nach hinten für den dreibeinigen Hund. Wenn das zu viel ist, komm wieder in den Vierfüßlerstand. Verlänger den unteren Rücken durch die Länge deines Beins. Und dann beug das Bein wieder und zieh das Knie dicht zum Körper. Verlager das Gewicht nicht in die Schultern, bitte. Nochmal einatmen, nach hinten schieben. Und ausatmen, dicht ranziehen das Bein. Gut, einmal noch so einatmen, schieb die Ferse nach hinten. Ohne dass die Hüfte aufdreht, ausatmen, das Bein dicht ranziehen. Und diesmal das Bein gebeugt lassen, öffne deine Hüfte. Heb das Knie höher, aber dreh die linke Schulter nicht mit auf. Atme ein in die Öffnung deines Beckens. Und mit der Ausatmung hol den Fuß von hier mit etwas Schwung nach vorne an die linke Mattenseite. Sehr gebeugt, dein hinteres Bein wieder minimal. Und verlänge aus dieser Hüfte dort das Bein zurück. Heb das Becken wieder leicht an, sodass du nicht durchhängst. Und heb auch das Brustbein wieder. Atme ein in diese Länge. Atme aus, entspann den Kiefer, das Gebiss. Lass den Blick vor dir weich. Und dann krabbel deine Fingerkuppen wieder nach vorne. Aufgepasst. Hol den rechten Fuß an die rechte Mattenseite. Dreh die Füße leicht nach außen. Und dann schieb das Becken zurück in Richtung Fersen. Beug die Beine langsam. Komm tief in deine Yogi-Hocke. Wir schaffen hier wieder mehr Raum für den unteren Rücken und zwar zwischen deinen Hüften. Und dazu leg dir gerne, sollten die Fersen nicht am Boden ankommen, etwas unter deine Fersen zur Erhöhung. Du könntest auch die Matte zum Beispiel falten oder klappen und deine Fersen darauf abstellen. Ja? Also schau bitte, dass du dich wieder aufrichten kannst. Schieb mit den Ellenbogen ganz sanft die Knie zurück, um dich weiter nach oben zu verlängern. Gib dir einen kleinen Schub aus den Füßen, richte dich über das Becken weiter auf. Nimm diese Länge, diesen Platz wahr. Atme ein. Atme aus. Gesicht ganz unangestrengt, tiefer Atem, letztes Mal hier. Gut, dann langsam löst die Hände, stell sie hinter dir auf und komm ins Sitzen. Sehr gut. Einmal Matte wieder ausrollen. Wir kommen wieder in die Rückenlage zurück. Dazu kannst du deine Knie gern wieder fassen, roll die Schultern nach hinten. Und komm Wirbel für Wirbel ganz langsam, Bauch leicht aktiv, wieder unterstützt hier nach unten auf den Boden zurück. Gut, dann zieh deine Knie gerne wieder zum Körper heran, wie zu Beginn. Lass das Kinn in Richtung Brust sinken. Gut, und dann beginne hier wieder deine Hüften auszukreisen, mit der Einatmung öffne weit, mit der Ausatmung zieh wieder ran. Nochmal einatmen und ausatmen. Gut, dann lass deine Hüften wieder leicht geöffnet. Bring diesmal den rechten Fußknöchel auf den linken Oberschenkel und dann greif durch die Beine hindurch für das Nadelöhr. Lass das Kinn zurück in Richtung Brust sinken. Und tauch durch den Atem für einen Moment wieder ein, ganz bewusst in die Öffnung, in die Dehnung deiner
Hüfte, deiner rechten Seite. Lange ein und mit einer tiefen Ausatmung kommen die Beine etwas näher. Eher durch die Bewegung des Atems als durch ein Ziehen. Lass auch den Kiefer hier wieder weicher werden. Noch einmal lang ein. Tiefer ausatmen. Integriere solche Dehnübungen super gern in deine eigene Mattenpraxis, einfach um Schmerzen im unteren Rücken vorzubeugen. Schönes Stretching auch am Abend für die oft verkürzte Hüftmuskulatur. Stell den linken Fuß auf, hol den rechten daneben und dann bring die Arme in den rechten Winkel zum Körper. Schwing das Becken jetzt nach rechts rüber. Und dann lass deine Knie langsam nach links sinken. Und du kannst dir, wenn das zu viel Druck gefühlt in den unteren Bandscheiben auslöst, immer etwas unter die Knie legen. Das könnte deine Decke sein. Du kannst sie auch, was noch ein bisschen lösender, schmeichelnder für den unteren Rücken wirkt, eine Decke, ein Kissen zwischen die Knie rollen. Aber an sich ein sehr angenehmer, sanfter Twist hier für den unteren Rücken. Atme wieder lang ein, bis in den Brustkorb hoch und über das Gewicht deiner Beine aus. Bauchdecke weich. Gut, dann komm langsam zurück zur Mitte, hol die Beine wieder und bring dann den linken Fußknöchel auf den rechten Oberschenkel. Greif durch die Beine hindurch für das Nadelöhr, zieh ganz sanft den Oberschenkel dichter. Auch hier nutzt den Atem wieder ganz gleichmäßig ein und die Beine dichter ausatmen. Schau, dass der Nacken hier nicht überstreckt, auch hier Tendenz zum kleinen Doppelkinn, die Nasenspitze in Richtung Brust gesenkt, Kiefer und Gesichtszüge weich, atme lang ein, atme tief aus, zweimal mehr. Gut, dann stell den rechten Fuß wieder vor dir ab. Hol den linken daneben, bring die Arme wieder in Kaktus zurück. Und dann hüpf das Becken nach links ganz langsam, taste dich heran für den liegenden Twist. Senk die Beine ab oder leg dir wieder Kissen oder auch Decke zwischen die Knie, unter die Knie, vielleicht auch beides. Atme lang ein und tief aus über das Gewicht deiner Beine, gib an den Boden ab. Entspann Kiefer und Kaumuskel wieder, die Stirn glatt. Gesichtszüge weich. Für einen letzten tiefen Atemzug bleib einatmen
Und ausatmen. Gut, komm langsam mit den Beinen hinterher. Und dann zieh die Knie ein letztes Mal zum Körper heran. Wie zu Beginn, schieb die Beine von dir weg, atme ein, der untere Rücken wird länger. Atme aus, zieh die Beine dichter, wie so eine sanfte letzte Massage für den unteren Rücken, einatmen, wegschieben. Und ausatmen, ranziehen, letztes Mal, atme ein, gut. Atme aus und dann lass die Beine nach vorne ausgleiten, die Füße zu den Seiten sinken für deine Endentspannung. Sollte sich das jetzt unangenehm für den unteren Rücken anfühlen, dann kannst du dir gerne dein Kissen oder deine Decke unter die Kniekehlen rollen. Auch das entlastet den unteren Rücken. Oder du könntest im Zweifel auch immer die Füße wieder aufstellen, wie zu Beginn, die Knie zueinander sinken lassen. Leg die Handrücken neben dir ab, lass die Daumen nach außen fallen und die Halswirbelsäule wieder ganz lang werden. Atme noch einmal ganz tief in den Bauch zurück ein. Und gib mit einer Ausatmung lösend alles an restlicher Anstrengung an den Boden ab. Spür für einen Moment nach. Dann genieß deine Entspannung so lang, wie du magst. Koste sie in vollen, tiefen Atemzügen aus. Oder beginne dann langsam den Körper wieder zu wecken durch das Bewegen deiner Zehen, deiner Fingerspitzen, deiner Hand- und Fußgelenke. Vielleicht streckst du die Arme weit über den Kopf, räkelst dich hier nochmal der Länge nach mit einem Seufzen oder Gähnen im Anschluss. Drehst dich dann mit gebeugten Beinen, geschlossenen Augen auf die Seite deiner Wahl. Und dann komm langsam mit geschlossenen Augen nach oben ins Sitzen. Kreuz die Beine hier, lass wieder los in den Hüften, richte das Becken erneut auf, entspann die Schultern. Und dann heb mit einer Einatmung deine Arme zu den Seiten nach oben und bring ausatmend die Hände vor dein Herz für eine letzte kleine Geste. Mit einem großen Danke an dich selbst dafür, dass du es heute auf deine Matte geschafft hast, diesmal deinem unteren Rücken zuliebe. Namaste.